Hallo. Hallo. Hi. Veronika. Theresa. Wir gehen jetzt zusammen shoppen. Es gibt 6 Stationen und die erste davon habe ich hier schon in der Hand. Und zwar einen Gutschein von dem Beauty Karussell. Da könnt ihr euch in München eine schöne Schönheitsbehandlung gönnen. Wow. Ja, wir haben eine schwarze Abschwitzdecke bekommen von Eskadron, also Platinum Serum. Und wir sind total glücklich. Glitzer, Glitzer, Glitzer! So, für mich gab es diesen tollen Glitzerhelm. Und für die Mädels? Handschuhe! Shopping! Wuhu! Wow! Ich habe die Hosen bekommen. Ich finde die mega, weil ich habe schon eine zu Hause und die sind mega bequem. Ja, und für mich gab es diese coole Regenjacke. Auf ein erfolgreiches Shopping! Prost! Ich hatte vor 5 Jahren einen schweren Reitunfall, bei dem mein 2. Lendenwirbel gebrochen ist. Da habe ich ein Pferd von einer Bekannten geritten und das hat sich erschrocken, ist gestiegen und nach hinten gestürzt und dann habe ich leider unterm Pferd gelegen. Genau, und dabei ist mein 2. Lendenwirbel kaputt gegangen und jetzt bin ich inkomplett querschnittsgelähmt. Wenn ich auf dem Pferd sitze, dann sieht man mein Handicap nicht und das ist dann auch für den Kopf wirklich toll. Also mein Sattel ist so erstmal ganz normal, aber ich habe halt Steigbügel, damit mein Fuß nicht durchrutscht. Das ist einfach ein Sicherheitsaspekt. Und dann habe ich ein Gummi, was hinten noch um meine Ferse gemacht wird, damit beim Trab eben mein Fuß nicht aus dem Bügel rutscht. Und dann habe ich noch so ein Klettband über dem Oberschenkel,
Da dürfen der Klett, der darf sich 3x6 cm überlappen. Also es ist wirklich nur so ein kleines Stück. Auch einfach dieser Sicherheitsaspekt wird da ganz groß geschrieben. Aber damit ich nicht so aus dem Sattel hüpfe, wenn ich mal Mitteltrapp ein bisschen zureite, ist das für mich so ein bisschen die Stabilisierung. Also wir machen unsere Kür jetzt und ja, da ist man halt nicht einzeln auf dem Pferd, sondern also immer mehrere, entweder zwei oder drei. Also es gibt halt einen Obermann, der turnt auf einem anderen, das ist der Halter, und der Halter kann ja nicht alleine so einfach stehen und deswegen muss da noch einer drauf sitzen, der dann den Halter hält und ja, dass halt niemand runterfällt dann auch. Was war das für ein Gefühl gerade drin in der Halle? Ein sehr tolles, weil es wurde auch sehr laut applaudiert. Und es war einfach nur gut, dass es alles gut geklappt hat. Also das sind wirklich, das Junior-Team ist unser ganzer Stolz im Prinzip, weil das wirklich alles Mädels sind, die weit unter 18 sind. Also die Älteste, die wird nächste Woche erst 14. Und das ist natürlich schon ein richtig kleines Junior-Team. Und die sind aber alle auch noch in anderen Teams verteilt, also zum Teil in dem S-Team von uns, im höchsten Team. Und die sind aber so super zusammen, weil sie einfach relativ viel auch zusammen in der Freizeit machen und sich halt einfach alle lieben. Thank you.
Pferd heißt Rosi, Rosi International, und wird versteigert zugunsten der Patientenhilfe Darmkrebs. Und die setzt sich wiederum für diejenigen ein, die nicht so lustig sind wie die Rosi, sondern momentan an Darmkrebs leiden und dadurch auch oft in finanzielle Not geraten. Und diese Menschen kriegen von der Patientenhilfe Darmkrebs finanzielle Unterstützung. Ja, von der Auktion, da geht es ja darum, dass jemand, der eben so ein Darmkrebsproblem hat, oder Menschen, die eben die Finanzen dazu nicht haben, dass wir dieses Geld dafür einsetzen werden, diesen Menschen eben zu helfen. Und deswegen gehe ich jetzt herum und vielleicht kriegen wir ein paar hundert Euro mehr rein. 200 Euro, 200 Euro einzusetzen. Also die Rosi zieht tatsächlich nach Ising auf Gut Dachsau ein. Da ist sie top versorgt, super Pfleger. Ich bin jeden Tag dort, kann sie reiten, trainieren, alles gut.